Der Forschungsreaktor Wendelstein 7X in Greifswald hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Es wurde ein Fusionsprodukt erzeugt, das so energiereich war wie keines zuvor. Das heißt, dass die Kombination aus Ionentemperatur, Plasmadichte und Energieeinschlusszeit die höchste je erzeugte war. Oder umgangssprachlich, noch nie war die Kombination der drei Eigenschaften des Plasmas aus Temperatur, Dichte und Dauer in einem Stellarator-Reaktor so hoch. Wie der Rekord erreicht werden konnte und wie es jetzt weitergeht in Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ein Kraftwerk, das durch eine Kernfusion Unmengen an Energie produziert, das könnte die Lösung aller Energieprobleme dieser Erde sein. Das große Vorbild, die Sonne. Der Traum von Forschungsteams weltweit. Das Kernfusionsexperiment Wendelstein 7X in Greifswald ist ein heißer Kandidat, um neue spannende Erkenntnisse dazu zu liefern. Nach Umbauarbeiten wurde jetzt ein neuer Rekord aufgestellt. Wendelstein 7X ist ein Versuchsreaktor, der den Bau eines funktionierenden und eben energieliefernden Stellarator-Reaktors ermöglichen soll. Und es scheint, als läuft hier alles wirklich nach Plan. Dabei ist die Sonne das natürliche Vorbild für die Kernfusion. Hierbei verschmelzen die Atomkerne von Wasserstoff unter sehr hohem Druck und hoher Temperatur miteinander. Dabei entsteht Helium und riesige Mengen an Energie werden freigesetzt. Deswegen wird die Kernfusion auch als die neue Primärenergiequelle gehandelt und könnte tatsächlich CO2-frei erneuerbare Energien ergänzen. Und sie ist dabei vor allem viel ungefährlicher als die aktuelle Atomspaltung in Kernkraftwerken. Hier kann es zu einer super gefährlichen Kettenreaktion kommen, einem Super-GAU, der Unmengen an radioaktiver Strahlung freisetzt. Bei einem Fusionsreaktor kommt die Reaktion bei einem Unfall dagegen direkt zum Erliegen und die radioaktiven Stoffe, die entstehen, besitzen eine Halbwertszeit von Jahrzehnten und nicht von Jahrmillionen. Die Kernfusion wäre ein Riesenfortschritt. Dabei ist der Stellarator-Reaktor etwas anders konstruiert als der Tokamak-Typ, der jetzt mit dem ITER in Frankreich gebaut wird. Bei beiden Typen muss ein Magnetfeld das Fusionsplasma in einem Ring halten. Da es Millionen Grad heiß ist, darf es nicht mit den Wänden des Reaktors in Berührung kommen. Beim Tokamak wird dazu im Plasma ein Strom induziert und beim Stellarator wird das Magnetfeld komplett von außen erzeugt. Hierzu muss der Reaktorring allerdings kompliziert verdrillt werden, was die Konstruktion ungleich schwieriger macht. Bei Wendelstein 7X ist das gelungen und so sind dort alle Experimente auch bisher gelungen. Und jetzt wurde im Unterschied zur ersten Experimentierrunde 2015-16 das Plasmagefäß von Wendelstein 7X mit einer Innenverkleidung ausgerüstet. Kacheln aus Graphit bedecken jetzt die Gefäßwände und machen höhere Temperaturen und längere Plasmaentladungen möglich. Mit diesem sogenannten Divertor lässt sich darüber hinaus die Reinheit und Dichte des Plasmas regeln. Zitat: Die ersten Erfahrungen mit den neuen Wandelementen sind ausgesprochen positiv, sagt Thomas Sand-Pedersen, Leiter des Projektes. Waren am Ende der ersten Kampagne Pulsdauern von 6 Sekunden zu erreichen, sind nun bis zu 26 Sekunden lange Plasmen möglich. Dabei konnten bis zu 75 Megajoule Heizenergie in das Plasma eingespeist werden, 18 mal mehr als in der ersten Betriebsrunde ohne Divertor. Auch die Heizleistung konnte erhöht werden, eine Voraussetzung für eine hohe Plasmadichte. Auf diese Weise wurde ein neuer Weltrekordwert für das sogenannte Fusionsprodukt erreicht. Dieses Produkt aus Ionentemperatur, Plasmadichte und Energieeinschlusszeit, das gibt an, wie nah man den Reaktorwerten für ein brennendes Plasma kommt. Bei rund 40 Millionen Grad Ionentemperatur und einer Dichte von 0,8 mal 10 hoch 20 Teilchen pro Kubikmeter hat Wendelstein 7X ein Fusionsprodukt von gut 6 mal 10 hoch 26 Grad mal Sekunde pro Kubikmeter erreicht. Weltweiter Stellarator-Rekord. Hammer. Zitat: Dies ist ein für die Größe der Maschine ausgezeichneter Wert, der zudem unter realistischen Bedingungen, das heißt bei hoher Temperatur der Plasma-Ionen, erreicht wurde, so Sand-Pedersen. Die erzielte Energieeinschlusszeit, ein Maß für die Güte der Wärmeisolation des magnetisch eingeschlossenen Plasmas, deutet mit beachtlichen 200 Millisekunden darauf hin, dass die Wendelstein 7X zugrunde liegende rechnerische Optimierung greift. Zitat: Das stimmt uns für die weitere Arbeit optimistisch. Jetzt wird weiter experimentiert und im Herbst werden dann neue Kacheln eingebaut. Die jetzigen Graphitkacheln des Divertors werden durch Kohlenstofffaserverstärkt
verstärkte Kohlenstoffelemente ersetzt, die zusätzlich wassergekühlt sind. Sie sollen bis zu 30 Minuten lange Entladungen möglich machen, in denen überprüft werden kann, ob Wendelstein 7X seine Optimierungsziele auch dauerhaft erfüllt. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr keine Videos zu den Entwicklungen in diesem Bereich und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die... Genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Kernfusion vor dem Durchbruch. Bis dann. Bleibt dran.